ja, ich wollte das in Style und Talk packen und zwar wollte ich euch nochmal ein Statement abgeben zu Palette, wo ich eine Review gegeben habe. Ich blende euch mal das Bild jetzt ein. Um welche Palette es sich handelt. Und zwar ist es von Velour Makers. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch zeigen, was ich mit euch kreiert habe, welche zwei Paletten im Fokus standen und ein paar andere Neuheiten. Für mich Neuheiten, vielleicht kennt ihr das. Und ja, vielleicht habt ihr Bock, in das Video dran zu bleiben. Dann bleibt einfach dran. Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe jetzt nachmittags... Ja, und ich dachte, ich mache ein Fullface auf Neuheiten oder was ich noch nicht wirklich ausgetestet habe, würde ich gerne in ein Video packen. Ich zeige euch zuallererst, was ich so benutzen werde, was für mich so ein bisschen neu ist. Zum einen habe ich hier ein Cyan Bronzing Powder in der 02 Dark Matte. So sieht das Ganze aus. Ich dachte, es wäre vielleicht interessant, so ein bisschen High-End. Und ja, doch, es ist schon etwas teurer und auch günstiger dabei. Für die Lippen würde ich gerne diesen hier in der Farbnummer, den hat mir, glaube ich, die Sarah noch zugeschickt, den 300, benutzen. Dann habe ich das Öl Control Fixing Spray, um zu gucken, wie ich so heute Abend aussehen werde. Wir haben jetzt aktuell 16.30 Uhr und ich dachte, ich trage das den Tag über und dann gucken wir, was passiert. Als Primer wollte ich von Catrice aus der Glow... Pure Radiance Glow, ich kann das nicht aussprechen, dieses Primer-Zeug da benutzen. Dann habe ich hier noch einen Lippenstift, den ich super hübsch finde, von P2. Leider gibt es P2 nicht und wir gucken mal, ob wir lieber das andere benutzen und ich den selber teste. Mache ich auf jeden Fall in meinen Schminkkorb. Dann möchte ich nochmal den Becker, jetzt habe ich aber gespuckelt, den Becker Under Eye Brightening Corrector testen, Menschenskinder, noch einmal. Dann habe ich zwei Gesichtspaletten, die ich austesten möchte. Zum einen habe ich noch gar nicht diese hier wunderschöne OPV Gemoja, keine Ahnung, austesten. Ich kann euch zeigen, wie die aussieht. Wunderschön habe ich vor einigen Wochen geshoppt und nicht getestet. Meine Güte, das passiert mir das öfter denn. Und dann habe ich Blushing in Bali Palette geholt. Das war auch die einzige, welche mich interessiert hat. Die anderen, ja, würde ich nicht nein sagen, wenn ich es geschenkt bekomme. Aber so mein Geld dafür ausgeben, wüsste ich nicht, ob ich es wirklich bräuchte. Ich brauche gar nichts. Und davon mal ganz abgesehen. Aber es hat mich nicht so gecatcht, die zu bekommen. Aber diese hat mich sehr interessiert, weil ich gedacht habe, yes, baby, super Texturen, super schöne Blushes. Und diese zwei erinnert mich tatsächlich an Joie Blush. Ja, wir werden einfach testen. Und da ist ja alles in einer Palette drinne. Ich trage mir jetzt erstmal meinen Primer auf. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen unterzuckert. Kennt ihr das, wenn euch ein bisschen so zittrig wird? Ich habe jetzt einen Pump-Hub genommen, jetzt nehme ich nochmal ein. Und dann, auf jeden Fall, der Geruch ist so ein bisschen männlich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe Männerparfüm, ich liebe Männerduft. Ich liebe das, wenn Männer nach Parfüm noch nachriechen. Wisst denn, wenn du den Pullover von deinem Schatz anziehst und einfach gut riechst? Ich sehe, ich habe mein Video gar nicht gelöscht. Nervig. Okay, der Primer ist schon drauf. Ich werde jetzt mein Video löschen und dann komme ich nochmal zurück. So, meine Lieben, für mich ist es ja ein bisschen schwachsinnig anzufangen mit einer Foundation, die ich noch nicht kenne. Deswegen habe ich jetzt erstmal den Primer gewählt. Ich werde jetzt erstmal eine Foundation auftragen, die ich natürlich kenne, weil, ja... Vielleicht wollt ihr das auch nochmal sehen. Ich bevorzuge zurzeit sehr die Elf Foundation. Ich werde sie jetzt aber mischen mit dieser hier. Denn ich habe überlegt, die hier irgendwann mal da reinzupacken. Denn die Elf ist fast leer. Wirklich fast leer. Da ist wirklich nicht mehr viel drin. Also immer noch, ja, wirklich nicht mehr viel drin. Und sollte da eben nicht genug drin sein, um das dann zu benutzen, würde ich sie nämlich mischen wollen. Da, ich kann euch nicht mal sagen, da ist jetzt so viel. Ich glaube, ich muss mir irgendwas Süßes jetzt in die Gosch werfen. Ich hatte schon mal die Schwangerschaftsdiabetes. Hattet ihr auch in der Schwangerschaft mal Diabetes? Oh, das kann so anstrengend sein, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt nicht schwanger. Also nicht, dass ich da drauf jetzt
euch das sage, aber ich merke gerade, dass mir so die Energie abhanden. Oh, das ist abartig. Abartig, wie die Elf stinkt. Ich denke, dass es einfach nur ein Primer ist, der ein bisschen, ja, was drinne hat. Ich muss mich unbedingt mit meinem... Seht ihr, das ist mein... Entschuldigt, es ist mir nicht aufgefallen. Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, wie gesagt, die Elf Foundation stinkt abgöttisch. Das will kein Mensch, riechen. Wirklich nicht. Da ist mir wirklich die Blumenwiese schlechthin lieber. Und wie ihr seht, es gibt einen wunderschönen Finish. Aber eigentlich fällt mir gerade ein, dass ich bei diesem Teil hier war. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich esse gleich was Süßes, dann passt's. Das ist bestimmt nur so ein bisschen Illuminating Primer. Eine leichte... Eine außergewöhnliche, strahlende und ebenmäßige Zäh. Yes, Baby. Das ist tatsächlich so. Es bebt auch so ein bisschen. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wenn, wenn ein Primer zur Foundation ein bisschen beppig ist. Und schon wieder habe ich den Becker Under Eye Primer, vergessen, euch zu zeigen, wie er unter der Foundation aussieht. Also ich weiß nicht, zu Hause benutze ich ihn des Öfteren mal ohne euch. Aber wenn ihr dabei seid, dann vergesse ich ihn. Vielleicht unnötig, euch den zu zeigen. Ist ein solides Produkt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das mische, dann geht das. Ich mache da tatsächlich jetzt die Foundation mit rein. Das gibt ein schönes Finish, die zwei zusammen. Und dann pumpt das so raus. Also ihr wisst ja, ich bin ja eine Mixerin und eine Mischerin, von daher, ja. Also der Primer ist ganz in Ordnung, der hat tatsächlich so ein leuchtendes etwas. Von daher kann man die ganz gut tragen. So, ich hole mir was Süßes. Ich liebe Kinderschokolade, aber ich kann euch auch dunkle Schokolade empfehlen. Vor allen Dingen die von Penny, die finde ich gar nicht mal so schlecht, die günstigste. Die es da so gibt für 50 Cent, ist echt lecker. Und die lutsche ich jetzt mal. Ja, der Kau. Mhm. Foundation gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte fast schon ein bisschen zu glowy sein. Aber, na. Meine Schokolade. Ja, manchmal hat man irgendwie so ein zitteriges Gefühl, obwohl ich gar nicht so viel aktiv heute war. Überhaupt gar nicht. Eigentlich habe ich noch rumgechillt in meinem Leben. Obwohl so viel Arbeit mal wieder ansteht, aber gut. Becker Under Eye Primer. Um ehrlich zu sein, würde ich ihn hier nur in meinen Augeninneren auftragen. Und das mache ich jetzt einfach mit dem Finger. Da passt jetzt, der Nagel ist abgebrochen, jetzt passt das. Ich habe so ein bisschen rumgefallen. Und ich würde ihn nur im Inneren auftragen. Wenn ich Concealer auftrage, dann brauche ich ehrlich gesagt keinen Corrector. Denn ich habe zwar eine dünne Haut, aber ich würde nicht sagen, dass ich ihn unbedingt benötige. Das ist jetzt so eine Spielerei, die kann man haben. Muss man aber nicht, sage ich mal, wenn man einen gut deckenden Concealer hat. Außer man hat natürlich die Augen des Todes, dann könnte man schon sich korrigieren, aber ansonsten, vielleicht habe ich aber auch einfach zu viel Kaffee getrunken. Ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht. Ich mache das jetzt trotzdem. So, heute benutze ich auch nochmal den Essence Camouflage Concealer, um zu gucken, wie der ist. Und ja, ich wollte das in Style und Talk packen und zwar wollte ich euch nochmal ein Statement abgeben zur Palette, wo ich eine Review gegeben habe. Ich blende euch mal das Bild jetzt ein, um welche Palette es sich handelt. Und zwar ist es von Velour Makers. Das ist eine Palette, die habe ich bei Amazon vor ein paar Monaten geschossen. Ich habe keine Ahnung, es ist schon im Februar, habe ich das die Review abgegeben. Es ist schon ein bisschen her. Ich hatte die Palette benutzt gehabt und wollte euch ein bisschen erklären, weil ich habe das Video viel zu schnell hochgeladen, geschnitten und dann meins gelöscht. Und ich kann es jetzt nicht mehr
ich finde es einfach nicht mehr, es gibt es einfach nicht mehr. War mein PC ja auch irgendwie die Geist aufgegeben. Ach, das war so viel auf einmal. Ich habe mir jetzt ein bisschen mal was auf meinen Pickel hier gegeben. Das ist schon ein verheilte, ich sage mal, das ist schon eine Wunde. Das ist kein Pickel mehr. Und ich möchte, dass das ein bisschen antrocknet. Und damit ich eine höhere Deckkraft habe, weil diese Wunde geht mir sowas von auf den Sack. Das sieht man einfach. Das sieht einfach nicht schön aus. So, dann pudere ich meine Visage ab. Das mache ich hier mit dem Too Faced Powder und mit dem MAC Puder. Ich finde, die Elf Foundation harmoniert tatsächlich am besten mit dem MAC Puder. Oder es harmoniert überhaupt mal mit irgendwas, das MAC Puder. Von daher mache ich das jetzt gerade gleichzeitig leer. Und da benutze ich einen fluffigen Puderpinsel. Und ja, ihr wisst ja, NC25. Ich weiß nicht, ob man das pressen kann. Hat das jemand schon mal gepresst? Denn bald komme ich nicht mehr hier an diese Geschichten daran. Oh nein, jetzt habe ich mir vergessen, meinen Pickel. Naja, die Deckkraft von meinem Pickel ist nicht ganz so gut. Okay, dann habe ich mir überlegt, dieses Bronzing Powder von Cien mal zu benutzen, um zu gucken, was das eigentlich kann. Von der Farbe her scheint mir das ganz gut zu harmonieren. Oh ja, gefällt mir sehr gut, ist schön warm. Aber irgendwie finde ich das doch relativ, ich finde das schön. Macht einen schönen Eindruck auf jeden Fall. Jetzt gucke ich mal auf dieser Seite. Und am liebsten trage ich mir tatsächlich das mal mit einem Fanbrush auf, wenn ich nicht weiß, wie das alles ist. Ich finde das von der Struktur auch. Es betont nichts überflüssig. Oh ja, gefällt mir sehr gut, dieser Look. Das ist für mich wirklich so, ich könnte jetzt so rausgehen, würde ich mich wohlfühlen. Einfach, ja, so ein Finish hinterlässt das. Und das pudere ich nochmal, also das verblende ich dann auch nochmal, weil es gibt ja bestimmt noch harte Kanten hier. Ja, okay, dann hätten wir diese zwei Sachen auch schon. Und dann komme ich mal zu der Blush-Palette. Das ist ja nur die Umverpackung. So sieht die Blush-Palette im Eigentlichen aus. Man klappt sie so auf. Und dann hat man Blush, Highlighter und Bronzing. Geschichten aber eher so Blush und Highlighter, weil das ist eigentlich ein, ja, ein Highlighter, toller Spiegel drin. Oh Gott, sieht das furchtbar aus, sehe ich furchtbar aus. Und dann würde ich sagen, gehe ich erstmal in den Highlighter rein und dann möchte ich in den Sandkist. Das ist so ein goldiger. Wir bleiben jetzt mal einfach bei diesem goldigen Look. Ich habe diese Palette schon mal benutzt und ich bin mir nicht sicher, ob ich das sogar mit euch gemacht habe. Oh ja, ich möchte so einen Sunkissed goldigen Look heute. Ich denke, das passiert ja, ganz gut. Vielleicht schaffe ich das ja, so ein Intro zu machen, wo ich euch auch mal den Look zeige. Ja, also toll, toll. Ich würde schon sagen, dass es so leicht die Struktur betont, aber nicht, ja, es ist nicht störend für mich. Für manch anderer könnte das störend sein. Es muss nicht unbedingt sein, weil hier zum Beispiel habe ich so ein kleines Pickelchen. Hier zum Beispiel habe ich so ein kleines Unebenheit, ja, die wird da aber auch betont. Man kann natürlich nur hier im hinteren Bereich bleiben, aber ja. Ihr seid echt schräg drauf, ne? Wisst ihr schon. So. Und dann gehe ich in das Blush in der Mitte. Das ist so ein, ja, stark pigmentierter, peachiger Ton. Oh ja. Peach Rosé gefällt mir sehr, sehr gut. Mag ich richtig gut leiden. Ich mag meinen Look jetzt schon. Also gerade, wie gesagt, ich könnte so das Haus verlassen und es wird mir einfach gut gefallen. Denn ich habe so einen bronzigen, peachigen Einschlag. Ich könnte jetzt so ans Meer gehen und träumen.
Tolle Palette, gut pigmentiert, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass ich sie benutze. Ich habe auch schon diesen helleren Ton benutzt und auch diesen hier. Ich zeige euch das und ihr seht es nicht. Ich habe das helle Blush schon benutzt und ich habe schon hier das helle für euch auch mal hier. Swatchy Swatchy. Ja, wie gesagt, tolle Palette, sieht super schön aus, auch als Geschenk. Kann man nur empfehlen, schön handlich, das gefällt mir ja am meisten, dass sie nicht zu groß ist und man sie gut benutzen kann. Ja. Und wie gesagt, die 183 Tage Foundation riecht mega. Seht ihr, ich habe so ein... schönen bronzigen Look, ich feiere das. Ich finde, das steht mir am allerbesten, wenn ich eben so goldige Sachen benutze. So schön warme. Irgendwie finde ich es einfach am schönsten. Ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt meine Augenbrauen nach. Da habe ich nichts Neues. Und ja, dann sehen wir uns einfach gleich. So, für mich zum Primen benutze ich das Essensdöschen jetzt wieder. Ich finde es einfach am allerbesten, muss ich dann schon gestehen. Ich finde einfach, es ist viel, viel schöner, wenn die Lider... dachte schon, wäre angetrocknet, wenn die Lider rosé sind, weil ich finde, es neutralisiert unheimlich die Lider. Deswegen für mich einfach die optimalste Farbe, so gelb, orange und Gedöns, verfälscht oftmals die Lidschatten. Dieses Rosa gleicht wahnsinnig, also es geht eher schon ins Weiße und Gelb ist, fällt mir schon öfters mal auf. Und das ist so richtig clean. Seht ihr, was ich meine? So richtig aufgehellt und... ja, ich wollte zur Palette zurückkommen und zwar... so, kommen wir zu unserem Palettendesaster. Ich muss sagen, ich hatte diese Palette gekauft bei Amazon. Die hat 13 Euro gekostet. Die heißt einfach nur Velour Makers. Hatte 5 schimmernde Lidschatten und 5 matte Töne. Wunderschön, voll mein Ding. Hat mir mega gut gefallen. Aber das Problem war einfach, ich hatte es aufgetragen. Es war alles super. Der Auftrag war nicht ganz so klasse, ja, aber ihr wisst ja, ich gebe ja immer Paletten eine Chance und keine Ahnung was. Und als ich das Video geschnitten habe, habe ich immer den hier machen müssen und ich dachte erst, vielleicht habe ich mich verschluckt oder habe ich eine zu viel geraucht, irgendwas war es. Nee, das war es nicht, denn als ich mich dann danach abgeschminkt habe, hing mir das ganze Glitzer im Auge. Ich blende euch mal dazu ein Bild ein. Ich hatte bei Instagram auch mal ein Bild hochgeladen, wo ich euch gesagt habe, die Scheiße muss auch mal runter vom Make-up. Ich hoffe, ich kann es auch irgendwie mir selber runterladen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Das Problem war aber, dass dieses ganze Glitzer sich einfach in diesen... das war ein Schleim, das sich einfach festgesetzt hat. Und es ging tatsächlich so den ganzen Abend... musste ich den ganzen Abend husten und kratzen. Dann hat sie meine Augen einfach getränt. Sie waren sau empfindlich. Und dann war das die ganze Zeit irgendwie so, ja. Also vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn man das Gefühl hat, es hängt ein Stück Brot im Hals. Aber es war nicht. Und ich kenne mich. Ich hatte diese Huda Beauty Palette schon gefaked gekauft und genau dasselbe. Die Augen haben angefangen zu tränen. Ich konnte nicht mal richtig schauen, ja. Also es war einfach... sehr, sehr schlitzig und ja, auf jeden Fall war es die ganze Zeit so. Und es ist nicht so, dass ich eine Palette schlecht bewerte, weil sie einfach nicht gut pigmentiert ist oder sowas. Aber wenn ich so eine Hautreizung habe, ist es einfach mein Flop des Jahres. Das hätte ich damals auch bei der Huda Fake-Palette machen können, ja. Aber ich wusste nicht mal, dass Velour Makers diese Palette gedupt hat von MX Cosmetics, ja. Die, ich verlinke euch die liebe Nadine, glaube ich, heißt du. Mal in der Infobox, sie hat ein Video zu dieser MX Cosmetics Palette gemacht und ich hatte darunter kommentiert, ich habe sie mir auch gekauft und habe Hautreizung oder Reizhusten bekommen und tränende Augen oder bla bla bla, was ich da unten geschrieben habe, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall war das einfach so, dass ich da, jetzt hat sich aber diese MX Cosmetics unter meinem Foto da, Flop des Jahres, gemeldet und gesagt, Velour Makers hat von denen die Palette Divas kopiert.
Sie sieht genauso aus. Das Problem ist, ich weiß es nicht, ob ich mir jetzt die was kaufen soll und wirklich 25 Euro für dasselbe Produkt ausgeben soll und sie so viel besser sein kann oder es lieber lassen soll. Und ich wollte einfach euch sagen, warum ich eine Palette so schlecht bewerte. Ich kann aber dieses Video nicht holen, ja? Ich kann es nicht zurück und ich wollte es euch trotzdem zeigen. Und ich wollte eigentlich dieses Video so verpacken, dass ich euch dieses erst mein Geschwätz sage, warum ich diese Palette so kacke finde und dann das Video laufen lasse. Aber es ist irgendwie nicht möglich. Der Satan. So, ihr Lieben, ich weiß nicht. Also, das wird irgendwie nichts so richtig Gescheites. So, okay, auf jeden Fall diese Palette. Ja, wie hätte ich es anders da verpacken sollen, um ehrlich zu sein? Ich bin froh, dass ich dieses Video jetzt drehen kann und es wird auch direkt online gestellt, bevor irgendein anderes Video online gestellt wird, damit ihr mich versteht, was ich meine. Und ich hatte das auch bei einer anderen Dupe-Palette, bei der Anastasia Beverly Hills Dupe-Palette, die habe ich auch sofort entsorgt und weggeschmissen. Aber diese richtigen Fakes, nicht Dupes. Dupes sind okay, wenn es ähnlich ist, ja. Das kann auch ein Dupe zu irgendeiner hochwertigen Palette, die für 700.000 Euro sein, ja. Und trotzdem sind die Farben irgendwie anders da angeordnet und trotzdem ist das eine eigene Marke, ja. Oder wie Make-Up Revolution. Sie macht ihre eigenen Konzepte und auch natürlich suchen sie sich irgendwas, wie sie was verpacken können. Aber ich muss ehrlich sagen, Fake werde ich mir keine zulegen. Also Dupes okay, aber Fakes nicht. Ich finde das scheiße, was die machen. Ich finde das scheiße mit dieser China. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich empfindlich bei Jaclyn Hill reagiere, weil das aus China produziert ist. Leute, ich weiß nicht, ich habe empfindliche China. Hoodie. Naja, wir fangen jetzt trotzdem an, mit dieser Palette mal zu arbeiten. Ich benutze dieses schöne Ockerbraun. Ich habe mir auch saubere Pinsel zugelegt, aber ich puder ganz, ganz leicht. Ich hoffe, mir fällt nicht nochmal was runter. Ich puder ganz, ganz leicht mal mein Lid ab. Das nervt. Also ich benutze einfach so einen hellen, matten Ton und pudere ganz, ganz leicht ab nur, damit wirklich trotzdem noch eine beppige Basis da ist, aber trotzdem noch ja, nichts kleben kann. Ja, und dann gehe ich mit so einem fluffigen Blenderpinsel, das ist übrigens aus der Drogerie, in dieses, ja, Orange-Braun hier rein. Die ist auch gut pigmentiert. Ich habe schon mal eine Oshun-Palette gekauft und die habe ich tatsächlich gekauft, weil das meine JJ, hübsche Maus, in die Kamera gezeigt hat. Und JJ... hoffentlich finde ich sie. Es nervt. Ich muss immer screenshotten, weil ich ihren Kanal nicht finde, wenn ich ihn brauche. Und wenn ich ihn finden sollte, dann poste ich ihn auf jeden Fall unten mal in die Infobox. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine mit meiner Paletten-Eskalation dort, wo ich gesagt habe, dass ich sie schlecht finde, dass es für mich ein Jahresflop ist 2019, weil sowas darf einfach nicht passieren. Dieses ganze Glitzer hatte ich 3 Tage lang in meiner Wasserlinie. Ich konnte es nicht rausholen. Es war so fein und so... Ich habe das aber nicht so abgeschminkt. Na, schön mit einem Wattepad und schön nach... Nee, ging gar nicht. Ging gar nichts. Hat sich einfach nichts... Ja. Lässt sich super schön ausblenden übrigens. Ja, deswegen ist das für mich natürlich ein Jahresflop. Ist doch klar. Ich benutze jetzt ein 227er Luxe Soft Definer. Das ist sowas hier. Und dann trage ich mir diesen wunderschönen... Ich weiß nicht, in welche Richtung ich heute gehen will. Was habe ich gesagt? Goldig, ne? Wir werden auf jeden Fall diesen schönen Goldton benutzen. Ich werde diesen Ton hier nehmen. Und eigentlich wollte ich ihn ganz soft hier machen. Und ich hole euch einen dicken näher. Und ich weiß, dass es bei mir ein bisschen problematisch ist mit dem Anzoomen. Aber ihr, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Kamera. Das ist alles mit dem Handy. Und das ist, glaubt mir, echt genug, das überhaupt hier zu fokussieren und. Weil ich das ja alles nicht mit der Frontkamera mache, sondern mit der da hinten. Also muss ich mich immer... Ach, was erzähle ich euch?
Irgendwann mal zeige ich euch mal, wie ich das gemacht habe, wenn ich meine Kamera habe. Aber im Moment ist es einfach nicht drin. Das ist ein wunderschöner rotbrauner. Ich würde schon fast so ein Tafel Schokoladen, so schwarze Schokolade, so mit Rot drin. Man braucht dann. Krümelt ein bisschen, aber das ist in Ordnung. Für mich ist das lieber, habe ich dann eine gute Qualität, wie keine gute Qualität. Ich hoffe, die haben sich irgendwas gedacht bei diesen ganzen Mustern. Ich denke, so ist am besten. Und es tut mir leid, wenn ihr meinen Haaransatz seht. Das ist bestimmt nicht gewollt. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie einen Haaransatz zu sehen. Ja, wir können noch einen Ticken dunkler gehen. Da gehe ich hier in diesen dunkelsten Ton rein. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und verdunkeln das Ganze. Das ist übrigens ein Morphe M506er Pinsel. Ich liebe ihn. Ich kann ihn euch einfach ans Herz legen. Für so kleine Dateiarbeiten. Also wenn ihr wirklich für euch... Ich mache meine Top-Pinsel für einen Augen-Make-up-Look. Natürlich ein einfacher Look, wollte ich schon sagen. Sieht doch mal ganz nett aus. Muss ich schon sagen, gefällt mir sehr gut. Hier ist nichts Helleres drin. Ich werde einfach mit einem sauberen Pinsel so die Kanten von dem Ockerbraun mit dem Schokobraun und mit dem Roten einfach hier so nackig verblenden und hoffen, dass alles zusammen harmoniert. Also eine wunderschöne Palette. Wir ziehen uns definitiv eine Cut Crease. Ich ziehe nicht unbedingt eine Cut Crease. Eine Cut Crease, damit ich euch irgendwas vorzeigen kann und wie die Amis bin oder sowas. Ich finde nur mit einer Cut Crease. Ich komme gleich. Mit einer Cut Crease kann man einfach viel, viel mehr Farben benutzen. Und deswegen ziehe ich sie. Ich habe meine Cut Crease gezogen. Ich habe so eine halbe gemacht, was ich immer ganz gut finde, weil man einfach den hinteren Bereich dunkel hält und man viel, viel Lidfläche noch hat, um einfach andere Farben zu testen. Und zuallererst würde ich gerne dieses unfassbar schöne Goldgelb, ich weiß es nicht, Goldgrün, es ist eher so ein Goldgrün. Und dann gucke ich mal, was ich genau möchte. Also ich möchte ja in diesem Gold-Bronzeton bleiben. Ich kann kein Deutsch, das hatte ich euch vorher schon gesagt. Ich kann immer noch kein Deutsch. Und das ist so wie gepresstes Glitzer, kann man eigentlich sagen. Und das trage ich jetzt hier einfach mittendrin auf. Seht ihr das? Das ist unglaublich. Und ich habe es mir schon gedacht, dass man das schön... Es fällt auch runter. Das ist auch ein bisschen grob strukturiert. Also von der Struktur her. Vielleicht auch besser mit einem synthetischen Pinsel aufzutragen. Ich habe jetzt aber gar keinen sauberen hier. Wir werden einfach schauen. Überhaupt auf Play gedrückt, ja, jo. Dann möchte ich unbedingt hier in diesen Bronzeton reingehen. Da war noch gar niemand drin. Man könnte auch einen wunderschönen Halo-Eye machen. Man kann sie auch super schichten. Seht ihr das?
Also wirklich übereinander auftragen. Und das ist wirklich eine Palette für 30 Euro, die wirklich mit Huda Beauty mithalten kann von der Pigmentierung. Also wirklich. Ihr seht, Fallout, klar, ist ja immer meine Entscheidung, ob ich vorher mich richte oder nicht. Aber ich habe das jetzt getan. Und ich glaube, ich möchte den Kupferton auch hier und dann mit dem Dunklen wieder im... Ja, ich möchte das, glaube ich, so. Genau. Ich mache ein Halo-Eye jetzt. Das möchte ich, genau. Habe ich mich jetzt kurzzeitig mal dazu entschieden? So arabisch. Unten am Wimpernkranz bleibe ich mal schlicht und trage mir einfach den hier auf. Und den dunkelsten Ton hier, dunkelsten. Aber damit das im Innenwinkel nicht ganz so gruselig aussieht, was ich ja finde, was gruselig aussieht, brauche ich irgendwie so ein Pop of Color. Und dann nehme ich erstmal ein Ohrenstäbchen und mache mir erstmal hier vom Innenwinkel das hier weg. Das finde ich echt gruselig. Das sieht ein bisschen, ja, merkwürdig einfach aus. So kenne ich mich ja selber gar nicht. Und ich hole mal was. Ich habe eine Idee. Meine Idee ist, diese Palette zu nehmen und den goldigen Ton, den goldigen, wir haben es verstanden, ne? Den hier, den ich auch gehighlightet habe, ein bisschen zu mischen mit dem daneben und hier einen Innenwinkel zu packen, damit doch dieses Dunkle hier ein bisschen verschwinde. So. Okay. Mit der Palette wäre ich tatsächlich mal durch. Ich tusche mich, mache einen Lidstrich und hole euch nochmal dazu. Mache meine Lippen fertig mit dem Lippenstift, mit dem Liquid Lipstick und dann komme ich zu euch. Mein Look ist fertig. Ich bin sehr zufrieden. Muss ich sagen, ich habe ein bisschen mit der Mascara rumgesaut, gerade hier unten am Auge. So, boah, das riecht so nach Arznei, dieses Öl Control. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mich matt hält, denn es war gar nicht mal so schlicht. Ich möchte euch jetzt einfach mal im Überblick zeigen, wie mein Augen-Make-up aussieht. Ich hoffe, ihr erkennt das. Seht ihr das, dieses Kupfernen aus? Sehr zufrieden. Ich bin sehr glowy, ich bin sehr bronzy, ich bin sehr, ja, ich bin so orientalisch irgendwie angehaucht. Es gefällt mir sehr gut. Das Liquid Lipstick von Manhattan. Diese Farbe ist wunderschön. Mir gefällt nur irgendwie, seht ihr das? Es bricht so bei mir. Ich habe einmal so gemacht und es ist so ein bisschen gebrochen. Ansonsten muss ich sagen, dieser Look gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, es war so ein bisschen inspirierend für euch. Ich hoffe auch, dass es ein bisschen klargestellt worden ist, dass diese Palette für mich einfach nicht funktioniert hat und ich sie absolut nicht empfehlen kann. Ich würde niemanden dazu raten, sie zu kaufen, denn das war wirklich, wirklich, wirklich Schrott. Ich habe keine Ahnung, ob dieses MX Cosmetics das erste Produkt erfunden hat, also diese Velour Makers Palette, es wirklich ein Dupe ist. Ich denke ja, wenn die Firma selber dazu steht und sagt, hey, wir haben sie angepriest, guckt auch mal auf das Bild von Instagram Flop des Jahres, da haben sie da unten was hingeschrieben und ja. Ich hoffe, das Video hat euch genauso gefallen. Ich bin sehr positiv überrascht, vor allen Dingen gecatcht haben mich zurzeit diese Paletten.
Diese Paletten haben mich sehr gecatcht und der Rest auch. Also der Rest ist auch gut. Kann mich nicht beklagen. Sieht alles okay aus. Ich denke nicht, dass es so lange hält, aber ja, okay. Achso, ich wollte noch was dazu sagen. Dieser Primer von Catrice, der pellt sich ein bisschen ab hier. Ich weiß nicht, ob das mit der Tagespflege nicht harmoniert hat oder allgemein so ist. Aber ich werde euch irgendwann mal wieder berichten. Ein paar so Sachen getestet und so. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Also wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Ciao!